Die Steiermark, aber vornehmlich die Oststeiermark, das Enztal und Bruck an der Mur waren Gebiete, wo sich der Endkampf des Zweiten Weltkrieges dramatisch entwickelte. Es gibt noch Menschen, die diese Zeit hautnah zu spüren bekamen und die sich an manche Geschehnisse ziemlich genau erinnern können. War es nur Erinnerung oder ist es noch immer ein Trauma der Kindheit und Jugendzeit? Wir haben ja ein großes Pech gehabt in der Familie. Die Kinder, nachdem die Russen abgezogen sind, nach 2 Monaten Besatzung hier, ich wohne in St. Ruprecht draußen, ist da der sogenannte Mühlbachgraben, da haben die Russen ein Lager gebaut und haben die Stromleitung mit 380 Volt haben es drinnen abzwickt und die Kinder haben da gespielt und mein Bruder läuft herum, barfuß im Mai und kommt bei dem Draht an und das Strom durchs Herz und fällt so. Jetzt sind die Kinder rausgelaufen und haben gesagt, mein Gott, der Erwin, so hat mein Bruder geheißen, ist verunglückt. Wir selber waren in Judenburg im 45er Jahr bis zum Oktober und dort war die Demarkationslinie für die Russen eine Zeit lang, bis sie dann also zurück sind in die Ostgebiete eigentlich. Aber da kann ich mich gut erinnern, auf der Brücke in Judenburg, genau in der Mitte der Brücke, war das Wachterhütterl sozusagen. Und da meine Verwandten in Vonsdorf gewohnt haben und wir in Judenburg und wir die öfter besuchen wollten, haben wir also müssen da drüber. Haben am Hauptplatz gespielt, auf einmal haben wir einen Gleischer. Wir waren, was ist denn los? Ja, im Jahrenhaus haben wir was los, haben sie gelassen. Ich habe mir gereint, wollte mir kleinen Stutzen. Auf ist ein deutscher Jäger drin gegangen, der ist im Zeltweg aufgestiegen, hat einen Motor schon gehabt, hat ihn dort reingehauen, wo heute die Turnhalle liegt. Da war ein Auflauf. Flieger, das erste Mal im Flieger gesehen, er muss ausbrennt, nicht? Er war tot und so hin und her. Und da haben wir aufgedacht, vielleicht ist da noch irgendwas in der Zeitung als Aufzeichnung drin, ein Foto halt von drin. Da bin ich gestanden, kann mich gut erinnern, am heutigen Jakominiplatz, es hat alles gebrannt. Es war gespenstisch. Ich habe mich dann durchgeschlichen und so weiter, aber ich habe nicht mehr gewusst, wo finde ich meine Mutter. Ich habe niemanden gefunden und bin einfach irgendwie gegangen, ich kann mich gut erinnern, zwischen den Trümmern und so weiter. Und dann habe ich meine Mutter gefunden, die war dann irgendwo, also im Süden von Graz. Aber es war eine schlimme Zeit. Im Brucker Stadtmuseum ist diese Zeit in Bild- und Tondokumenten nachvollziehbar. Zeugen aus dieser schlimmen Zeit berichten ziemlich genau über die Geschehnisse im obersteirischen Bruck entlang der Mürz und der Mur. So manches Erlebnis ist den damals 10-Jährigen noch gut in Erinnerung und entbehrte da und dort auch nicht einer gewissen Komik. Wir waren dann nach Liezen eben evakuiert und dort sind ja die Amerikaner zuerst einmarschiert. Und ich muss zur Ehrenrettung dieser amerikanischen Soldaten, dieser Kämpfertruppen sagen, die haben sich sehr anständig benommen, sehr. Zum Unterschied von den Engländern, die nachher gekommen sind, die haben alles mitgenommen, was nur gegangen ist und so weiter. Nicht? Und die Russen habe ich nicht gespürt, weil wir waren nördlich der Enz. Und die Enz war genau die Trennung. Da waren auf der einen Seite waren die Russen, auf der anderen Seite waren die später dann die Engländer. Und die Russen sind immer, die sind über die Enz mit Pferden geritten gekommen und haben sich mit den Amerikanern in der Portierloge von einer Schule den Wodka gegeben, so lang bis umgefallen sind und dann geholt werden mussten von den eigenen Leuten jenseits der Enz. Die Gefahr, dass durch das ständige Erinnern an das Erinnern ein gewisser inflationärer Effekt erzielt wird, besteht hier nicht. Diese Gefahr besteht vor allem bei jenen, die uns als Zeugen der Zeit das Rad der Geschichte zurückdrehen lassen, keineswegs. Dem Stadtmuseum Bruck an der Mur ist es auf diesem Wege zu danken, dass künftighin auch regelmäßig Treffpunkte vereinbart werden, wo ein interessanter Gedanken- und Erinnerungsaustausch stattfinden soll. Also, wer Interesse und Lust hat, bitte ab Oktober 2016 jeden ersten Donnerstag im Monat treffen wir uns hier im Stadtmuseum, schauen alte Filme an und führen Zeitzeugengespräche. Und eines ist für alle klar, so etwas darf es nie wieder geben.